Es geht um Qualität, es geht um Authentizität, Originalität. Und das zeichnet den österreichischen Film insgesamt aus. Und das ist auch in dieser DVD-Edition sehr schön sichtbar. Jetzt in der 13. Edition sieht man auch, sagen, wie stark quasi sagen, das nachwachsende Material ist. Es geht nicht aus, die Filme hören nicht auf und die Qualität fällt nicht ab. Und sagen, diese Pionierleistung, die da mal begonnen hat vor vielen, vielen Jahren, die braucht es nach wie vor. Und das ist großartig, sagen, dass dieser Pioniergeist und dieser sagen, Wille, den österreichischen Film, dem österreichischen Publikum auch abseits des Kinos näher zu bringen, beim Georg Hanzel und beim Standard so ungebrochen vorhanden ist. Das ist wichtiger denn je. Zugleich geht es darum, was ganz wichtig ist, diese Diversität zu erhalten. Und das sieht man auch sehr schön in dieser neuen Edition, dass es einerseits der Blick von Regisseurinnen ist, mit kleinem i, und andererseits auch verschiedene Perspektiven in künstlerischer Hinsicht bietet. Das ist ganz wichtig, das zu erhalten und einfach diese Vielfalt auch dem Publikum zu bieten. Der Markt wird zunehmend verengt und schwieriger, auch im DVD-Bereich ist ja eher schrumpfend. Aber dadurch, dass es auch dieses duale Angebot gibt, einerseits DVD und andererseits auch VOD, glaube ich, trägt dieser Kanon der Edition auch dazu bei, dass Filme auf DVDs herauskommen, die vielleicht ohne diese Edition nicht mehr in dieser Form erscheinen würden. Und das ist eine ganz wichtige und große Kulturleistung. Und deswegen freut es mich, dass eben bei dieser neuen Edition zum ersten Mal auch sehr prominent Erstveröffentlichungen dabei sind und nicht nur unter Anführungszeichen Historisches. Wir wissen, die österreichische Filmbranche ist, was die Verwertung betrifft, noch nicht ganz so interessiert, wie es sein könnte. Das ist ausbaufähig, aber es ist ganz wichtig, dass es dieses Engagement gibt, in Kooperation mit Georg Hanzel und anderen Partnern hier diese Plattformen zu besetzen und den österreichischen Film auch im Rahmen des europäischen Films einfach sichtbar zu machen. Und man sieht, wie stark der österreichische Film ist und hoffentlich auch weiterhin sein wird.